Liebe Gökçen, dein Erscheinungsbild entspricht so gar nicht dem einer Religionspädagogin. Hat das mehr Vor- oder Nachteile in deinem Beruf? Schließlich bildest du die Religionslehrerinnen und Religionslehrer aus. Daneben gehörst du auch zum Team von Dr. Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung von Baden-Württemberg, an. Okay, du hast mir jetzt zwei Fragen gestellt. Das eine betrifft ja mein Aussehen und meinen Beruf. Und das andere betrifft ja nochmal das, was ich nebenher noch so an Projekten mache. Mein Beruf, islamische Religionspädagogin, Dozentin. Ich bilde schon seit 2007 islamische Religionslehrer in Baden-Württemberg aus. Und ja, wenn du diese Frage stellst, dann assoziierst du ja schon etwas damit. Ohne es auch zu benennen, aber wir haben ja schon so kleine Bildchen in unserem Köpfchen. Und genau, ich liebe es auch sehr persönlich, mit Vorurteilen zu spielen. Und ich weiß, dass dieses Bildchen, das du in deinem Köpfchen hast, sehr viele Leute haben, die dann islamische Religionspädagogin hören. Es hat seine Vorteile, weil wir Muslime sind sehr heterogen. Und wenn die Studenten kommen und dieses Bildchen haben, müssen sie erstmal in sich gehen und damit umgehen. Das heißt, sie lernen erstmal, oh Gott, ich habe einen Vorurteil. Und lernen, das wahrzunehmen und auch damit arbeiten. Und das ist das Schöne daran. Also ich erfülle nicht die Erwartung, sondern ich biete etwas. Schon die erste Hürde, die erste Herausforderung für die Studierenden. Und ich habe viele Studierende, die sich auch wirklich Gedanken drum machen, wie lang meine Röcke sind oder wie farbenfroh die Kleidung ist, die sich auch drum, die auch schon darüber nachgedacht haben, warum ich kein Kopftuch trage. Ich finde es sehr interessant, dass ich für sie so wichtig bin, dass sie in ihren Freizeiten Zeit haben und über mich nachdenken, aber andererseits auch ein bisschen traurig, weil das ist ja nicht Kern unserer Religion. Ja? Unsere Religion bietet so viele Zugänge, hat viel Platz für Vielfalt. Und dadurch, dass wir natürlich alle von Haus aus mit einer bestimmten Tradition, in einer bestimmten Tradition verankert sind, kommen wir halt mit bestimmten Bildern an. Aber und genau da komme ich dann wiederum ins Spiel, um dann zu zeigen, hey, es ist nicht nur ein Islam, es ist nicht nur eine Muslime, wir haben viele Muslime, wir haben die Vielfalt in sich. Ja, ich bin auch sehr oft viel ehrenamtlich unterwegs und eines der Sachen ist wirklich, da bin ich sehr stolz drauf und sehr glücklich drauf, fühle mich auch sehr geehrt, dass ich im Expertenrat gegen Antisemitismus bei Dr. Michael Blume im Staatsministerium dabei bin. Es macht auch großen Spaß, dort mit Experten zu arbeiten. Ich lerne viel, wir lernen viel voneinander, wir sehen sehr viel voneinander. Dadurch, dass ich Pädagogin bin, das heißt dadurch, dass ich Lehrer ausbilde, ist zum Beispiel eines der Aufträge, die wir dort gemacht haben, erstmal die Schulbücher uns anzuschauen, welche Bilder von Juden oder jüdischen Mitbürgern überhaupt da mitvermittelt werden. Und da haben wir gesehen, dass in Deutsch oder vor allem in Geschichtsbüchern viele jüdische Bilder da sind, die eigentlich einen antisemitischen Message mitgeben. Also es ist sehr unbewusst. Aber, und wenn man das dann entdeckt, wir haben das dann entdeckt, es wurde dann auch professionell wissenschaftlich nochmal überprüft. Wir haben auch einen Antrag im Bundeskanzleramt, erstmal im Kultusministerium und dann weitergestellt, einfach auf die Überarbeitung dieser Geschichtsbücher. Und eine andere Sache ist zum Beispiel, dass wir auch Begegnungen implizieren oder auch, ich war zum Beispiel selber schon zweimal in Israel und unter anderem auch mit Studierenden, einmal im Austausch mit Dozenten und Professoren und einmal mit Studierenden. Das mit Studierenden war interessanter, weil auch die Studenten von verschiedenen Fächern haben ja so ihre Erwartungen, hat man natürlich, wenn man in ein fremdes Land geht. Und da hatten wir in Israel Begegnungen in den Schulen mit israelischen Schülern,
Wir hatten Begegnung und Austausch an den Universitäten. Wir haben Flüchtlingsheime besucht. Wir haben verschiedene Organisationen besucht und waren in regen Austausch und haben sehr kräftig an unseren Vorurteilen gearbeitet, aber auch nochmal aufgezeigt, wir haben die gleichen Ziele als Pädagogen. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern erziehen. Und das zu sehen, dass wir gemeinsame Ziele haben und die Menschlichkeit unser Ziel ist, das schafft so viel Raum für weitere Gemeinsamkeiten und es schafft auch sehr viel Vorurteile ab. Großartig. Das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei jährt sich ja jetzt zum 60. Mal in diesem Jahr. Liebe Gökcan, wie viele Jahre davon hast du miterleben können? Kannst du dich eventuell noch an die Ankunft in Deutschland erinnern und wann war das? Ich bin im März 1980 nach Deutschland gekommen. Ich wäre ja beinahe in Deutschland auf die Welt gekommen. Aber meine Eltern haben beschlossen, das Kind doch in der Türkei auf die Welt zu bringen, weil ja die Großeltern dort sind. Da kann man das Kind dann da lassen und die Frau kommt wieder zurück, arbeitet und schickt das Geld in die Türkei zurück. Das war dann nicht so. Meine Mutter hatte nämlich, also ich habe noch eine ältere Schwester und meine Mutter ist dann bei uns geblieben und zwar bei ihren Eltern. Und 1980 kam dann ein fremder Mann rüber in die Türkei und hat dann meiner Mutter verkündet, dass er sie und eines der Kinder mitnimmt. Ich habe gesagt, ich habe eine Schwester, eines der Kinder. Ich weiß noch, dass ich mich im Hühnerstall versteckt habe, weil ich nicht mit wollte. Ich habe mich überall auf dem Bauernhof versteckt, wo es nur geht. Ich bin nämlich auf einem Bauernhof bei meinen Großeltern aufgewachsen, sehr behütet. Also ich hatte eine traumhafte Kindheit drüben. Sehr traumhaft mit allen Tieren, die man so auf dem Bauernhof hat, vielen Freiheiten. Ein Bach, das durch unser Hof geflossen ist, wo man Fische fangen kann. Ich hatte alles, was sich so ein Kind in dem Alter wünscht. Dann kam ich nach Deutschland. Darf ich ganz kurz sagen, der fremde Mann war dein leiblicher Papa? Ja, der war mein leiblicher Vater. Dass wir das klarstellen. Ja. Genau, deshalb fremder Mann, weil ich habe ihn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Also meine Mutter hat gesagt, der war schon mal früher da. Ja klar, nach meiner Geburt irgendwann mal, um zu sehen, wie das Mädel aussieht. Aber ich habe ihn bewusst damals 1980 gesehen. Und dann kam ich nach Deutschland und erstmal war es so, Deutschland voller Beton, kalt, eine Sprache, die ich nicht spreche. Menschen, die irgendwas von mir wollen, von dem ich keine Ahnung habe. Ja, ich weiß noch, dass ich im Kindergarten immer entweder Baby oder Hund gespielt habe. Ich konnte ja kein Deutsch. dementsprechend war auch die Grundschule sehr problematisch. Genau, auch da hat es an der Sprache gehapert. So, und erst mit der 5. Klasse, so langsam kam dann die Sprache. Also ich gehöre zu der Generation, die wirklich sehr artig erstmal die Hauptschule gemacht hat, dann die mittlere Reife gemacht hat und dann erst das allgemeine Abitur. Und weil es so schön in der Schule ist, habe ich gedacht, ich bleibe gleich da und werde Lehrerin. Also großen Respekt, das ist natürlich ein Werdegang, der zeigt, durch welche Schwierigkeiten eine ganze Generation gehen musste, um einfach da anzukommen, wo sie sich jetzt befindet. Jetzt hast du in deiner Zeit nach dem Studium, während dem Studium eventuell schon zahlreiche Integrationsprojekte auf Landes- und Bundesebene unterstützt. Als jetzt berufstätige Frau mit Kindern hast du ein enormes Arbeitstempo. Was war aus heutiger Sicht deine erfolgreichste Initiative und wie bringst du Arbeit, soziales Engagement und Familie unter einen Hut? Das ist eine sehr schwierige Frage. Sehr vielschichtig, sehr schwierige Frage.
Ich bin seit jeher ehrenamtlich unterwegs und ich helfe gerne. Für mich war klar, als ich nach Deutschland kam, gemerkt habe, dass ich nicht deutsch bin, aber irgendwann gemerkt habe, ich bleibe hier. Es ist meine Heimat. Ich bin Deutschland. Und da nochmal zu zeigen, wir sind Deutschland und das bedeutet, man beteiligt sich in der Gesellschaft, die Partizipation. Und genauso deshalb auch der Lehrerberuf, um einfach weiteren Kindern mit Migrationshintergrund zu zeigen, was die alles machen können, welche Chancen eigentlich Deutschland ihnen bietet und dass sie ein Teil davon sein können, wenn sie wollen, natürlich. Und und deshalb bin ich auch sehr, sehr gerne ehrenamtlich unterwegs. Bei uns ist nochmal zu Hause natürlich die Herausforderung, dass mein Mann auch ehrenamtlich unterwegs ist. Also wir haben zwei Parts, die ehrenamtlich unterwegs sind. Zu sagen, was davon das Erfolgreichste oder das am Herzen liegt, fällt mir sehr schwer. Es gibt viele Projekte, die sind fertig. Ich bin in vielen Projekten auch immer, ich sage immer, die Frau hinter der Bühne, die berät, die nicht nach vorne tritt. Sie sind sehr erfolgreich und das ist das Schöne, was da passiert. Wir erreichen Menschen, wir bewirken was in der Gesellschaft, wir beeinflussen Menschen zum Guten zu. Wir zeigen ihnen Wege, wie sie hier sich beheimatet fühlen können. Und also das Ganze ist wieder so ein Rundum-Thema auch mit dem Islam. Die Diskussion zum Beispiel, ob Islam oder die Muslime zu Deutschland gehören oder nicht gehören, wer gehört zu Deutschland, ist für mich eine irrsinnige Sache, weil ich bin Deutsche, ich bin Muslimin, meine Religion ist Islam. Wenn man sagt, Islam gehört nicht zu Deutschland, gehören die Muslime nicht nach Deutschland. Wenn man sagt, die Muslime gehören nicht zu Deutschland, akzeptiert man meine Religion nicht. Also totale irrsinnige Diskussion, die total unnötig ist. Wir haben andere Probleme. Wir haben Armutsprobleme, Kinderarmutsprobleme, wenn wir in die Schulen gehen. Wir haben so viele große Probleme, das müssen wir gemeinsam hinkriegen. Und mit dem islamischen Religionsunterricht helfen wir zum Beispiel auch nochmal muslimischen Kindern zu zeigen, du kannst in Deutschland als deutscher Bürger deine Religion ganz konform, ganz normal ausleben. Du hast deine Religionsfreiheiten, du musst nur verstehen auch, was du glaubst. Und bei dem ganzen Ehrenamtlichen, ich habe ein Projekt zum Beispiel mit Daimler ja gehabt, wo wir auch ein Buch rausgebracht haben, Mein Islam, Dein Islam, eine Broschüre eigentlich, die ja jeder auf Anfrage haben kann. Die kann man auch auf der Internetseite meinislam-deinislam.de abfragen. Die Artikel sind alle umsonst. Es ist sehr schön, dann mitzukriegen, dass höhere Institutionen auch auf diese Seite zurückgreifen oder auch die Broschüre von uns verlangen. Und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, also außerhalb von unserem Bundesland. Und das ist richtig toll, sowas mitzukriegen. Inzwischen habe ich auch einen eigenen Verein, Islamische Religionspädagogik Baden-Württemberg e.V., wo wir da nochmal direkt auf Schüler, Studenten, auch auf Eltern zugehen oder sie auf uns zukommen können und einfach ihre Fragen stellen können. Das Schöne ist einfach, wir sprechen alle dieselbe deutsche Sprache. Wir sind alle hier, wir leben hier, wir sind Deutschland und wir versuchen uns gegenseitig auch hier unter die Arme zu greifen. Ja, unter die Arme zu greifen, Familie. Ja. Genau, ich habe zwei Kinder und zwei Katzen und einen Ehemann. Es heißt ja, hinter jedem starken Mann ist eine starke Frau. Hinter jedem starken Frau ist auch, denke ich, auch ein starker Ehemann. Ich bin Gott froh, dass ich so einen tollen Ehemann habe, der mich unterstützt in all meinen Projekten. Und wenn ich mal auch den Mut verliere, mir nochmal Mut macht, da hinzukommen. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Bei vielen Terminen nehme ich auch meine Kinder mit. Das ist dann aber nicht so, dass sie dann daneben sitzen und sich irgendwie beschäftigen. Man muss auch so schauen, dass die Kinder sich sinnvoll dabei beschäftigen. Man muss auch schauen, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen, rechtzeitig ins Bett kommen,
aber auch eine Mutter haben, die ihnen abends eine Geschichte vorliest, mit ihnen gemeinsam betet, Ausflüge macht. Ja, es ist eine Herausforderung. Es ist tagtäglich eine Herausforderung. Und es gab auch Zeiten, wo mein Mann und ich uns wirklich die Türklinke in die Hand gedrückt haben. Wo ich dann angerufen habe, du, ich gehe jetzt raus. Wo bist du? Ich bin schon in der Straße. Okay. Und dann uns nur vom Auto zu Auto zugewunken. Und der eine kommt nach Hause, der andere geht zu seinem nächsten Termin. Und ja, irgendwie schaffen wir das, solange Gott uns die Kraft dafür gibt. Es ist ja für unsere Gesellschaft. Es ist für unsere Kinder. Ich mache das ja nicht für mich, ich mache das für unsere Gesellschaft und vor allem auch für meine und für die Kinder, die jetzt dann irgendwann das mitnehmen sollen. Ich hätte mir als Kind sehr arg gewünscht, jemanden zu haben, der mir zeigt, welche Wege es in Deutschland gibt, welche Chancen es gibt. Und also ein Vorbild zu haben. Leider gab es diese Vorbilder nicht und wenn es die gab, waren sie nicht erreichbar. Und ich versuche hier ein Vorbild zu sein, mit dem man reden kann, den man anfassen kann, den man erreichen kann, telefonieren kann. Für meine Kinder und für alle anderen. Meine Studenten können sich mit mir hinsetzen und sich mit mir streiten. Und das ist es. Wir sind Deutschland und ich suche nicht ein Vorbild, ich bin das Vorbild für andere. Ich finde das großartig. Vielen Dank für dein Engagement. Vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank für die gemeinsamen Projekte, die wir hatten. Ich finde es großartig, dass du dich an sinnlosen Diskussionen nicht beteiligst, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, sondern etwas an der Aufklärung dieser Frage arbeitest, dazu beiträgst, dass in Zukunft solche sinnlosen Fragen nicht mehr diskutiert werden. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme. Danke euch auch. Danke dir für die Initiative und für die Einladung. Sehr gerne.